Guten Abend, wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Themenlounge unter der Überschrift "Welche Auswirkungen hat Corona auf den Immobilienmarkt?" Herzlich willkommen. Mein Name ist Manfred Richtarski, ich bin Leiter der Bethmann Bank in Nürnberg. Wenn ich sage, wir freuen uns, dann sind das neben mir heute Abend mein Kollege Jürgen Müller, Leiter unserer Niederlassung in München, sowie meine Kollegen aus dem Immobilienteam der Bethmann Bank. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Abend Christian Kramm und Jürgen Bübach vorstellen zu dürfen. Christian Kramm ist unser Leiter des Bereichs Closed End Funds in Real Estate und als Real Estate Asset Manager verantwortet er gemeinsam mit Jürgen Bübach und Sascha Westlein die Aktivitäten der Bethmann Bank im Immobilienbereich. Jürgen Bübach ist Immobilienökonom und Charter Surveyor, ist seit 2012 Mitglied im Team Immobilien und Beteiligungen bei der Bethmann Bank. Zu Beginn ein kleiner organisatorischer Hinweis. Wir haben diese Themenlounge aufgezeichnet. Aus diesem Grund können wir im Rahmen des heutigen Formats leider keine Fragen live beantworten. Selbstverständlich stehen wir Ihnen aber abseits dieses digitalen Formats sehr gerne für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Wenden Sie sich am besten direkt an Ihren Berater. Die Kollegen werden Ihr Anliegen sehr, sehr gerne entsprechend entgegennehmen und weiterleiten. Was dürfen Sie heute Abend erwarten? Im Gespräch mit unseren Immobilienexperten wollen wir Ihnen zu verschiedenen Aspekten im Immobilienbereich unseren aktuellen Überblick geben. Im ersten Teil geben wir Ihnen unter der Überschrift "Welche Auswirkungen hat Corona auf den Immobilienmarkt?" eine aktuelle Markteinschätzung. Im zweiten Teil werden Ihnen Jürgen Müller und Christian Kramm beschreiben, was wir aktuell von unseren Kunden hören und erleben. Was suchen unsere Kunden? Welche Alternativen suchen unsere Kunden im Bereich Immobilien? Und wir möchten Ihnen darlegen, wie wir Sie beim An- und Verkauf von Anlageimmobilien unterstützen können. Beginnen möchte ich mit meinem Gespräch, das ich jetzt mit Jürgen Bübach führen darf. Nach vielen Jahren, in denen die Immobilienpreise nur eine Richtung kannten, ist die Corona-Pandemie auch an den Immobilienmärkten nicht spurlos vorübergegangen. Herr Bübach, Sie beobachten seit vielen Jahren den Markt. Wie würden Sie die aktuelle Situation beschreiben? Ja, das Stimmungsbild am Immobilienmarkt hat sich durch die Corona-Pandemie schon deutlich eingetrübt, auch wenn die Auswirkungen in den jeweiligen Nutzungssegmenten sehr unterschiedlich gerade sind. Die Marktteilnehmer suchen noch nach Orientierung und fragen sich, wie es weitergeht und sind dabei im Grunde mit drei Themen konfrontiert, die zeitlich gestaffelt ablaufen. Das sind zum einen die unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie im Lockdown durch Geschäftsschließungen. Die Mieter in diesen betroffenen Branchen haben es momentan sehr schwer, keine Frage, ihre Umsätze zu erzielen und die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Das kann auch Auswirkungen haben auf die Vermieter, Einbußen beim Cashflow durch Mietstundungen oder auch Mietausfälle. Auch die Nachvermietung von solchen Flächen in diesen Branchen ist aktuell sicherlich eine Herausforderung. Zweitens muss man sehen, die Pandemie hat auch wirtschaftliche Verwerfungen mit sich gebracht. Und diese konjunkturellen Wirkungen kommen im Immobilienmarkt in der Regel mit einer zeitlichen Verzögerung von 1 bis 2 Jahren an. Das heißt, die sind aktuell noch nicht so ganz sichtbar. Da kommt vielleicht noch ein bisschen was auf uns zu. Und drittens stellt sich die Frage nach den strukturellen Veränderungen in der Nachfrage. Das heißt, die Verhaltensänderungen der Pandemie, wie verändern die dann auch das Verhalten der Nutzer und Flächennachfrager auf mittlere Sicht? Und das ist auch eine spannende Frage, die den Markt sehr beschäftigt. Sie denken wahrscheinlich insbesondere an das Thema Homeoffice, Herr Bülbach. Ja, zum Beispiel. Schon vor Auftreten von Covid-19 gab es einen Trend hin zu mehr Flexibilität der Arbeit und auch zum Homeoffice. Aber dieser Trend wurde jetzt durch die Pandemie massiv beschleunigt. Im Grunde wie in einer Zeitmaschine um 10, 15 Jahre nach vorne geschoben, wenn wir uns das heutige Niveau anschauen, des Homeoffice. Das passierte natürlich nicht freiwillig und viele waren auch nicht darauf vorbereitet und es hat auch sicherlich seine Nebenwirkungen. Deswegen glauben wir, dass sich die momentane Auslastung der Büroflächen, die wir auf etwa 50% schätzen, sicherlich wiederholen wird. Das heißt, wenn wir die Pandemie überwunden haben und das einfach wieder möglich ist, dann werden die Leute auch wieder zurück ins Büro kommen, weil da einfach die soziale Interaktion und der Austausch dann doch noch ein Stück weit und auch insbesondere der informelle Austausch ein Stück weit besser funktioniert als im Homeoffice per Videokonferenz. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Auslastung wieder steigt,
werden wir nicht mehr auf das Niveau vor der Krise kommen, sondern wir werden auf jeden Fall einen höheren Anteil an Homeoffice-Tagen oder Nutzern sehen. Das heißt, Herr Brübach, dass Ihrer Einschätzung nach Flächennachfrage und Mietpreise sinken werden? Ja und nein, kann man sagen. Zumindest die Großunternehmen werden sicherlich versuchen, diese Aspekte bei ihrer Bedarfsplanung und bei der Anmietung von Flächen zu berücksichtigen und ihren Flächenumfang sozusagen zu optimieren. Aber es kann auch gegenläufige Bewegungen geben. Zum Beispiel, dass man wieder stärker vom Einzelbüro oder stärker das Einzelbüro nutzt, ein bisschen weg vom Großraumbüro, um einfach die Abstandsflächen da zu wahren. Überhaupt muss das stationäre Büro, sozusagen das Firmenbüro, sich auch qualitativ aufrüsten. Das heißt, durch inspirierende Umgebung, vielleicht andere Raumkonzepte, die eben gerade diese soziale Interaktion und das kreative Miteinander unterstützen, was ja im Homeoffice nicht so ganz leicht zu organisieren ist. Insofern ist noch nicht ganz klar, wie es weitergehen wird. Aber vielleicht ein Aspekt noch, der dazu kommt, sicherlich das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, auch die Nachhaltigkeit der Flächen ist wesentlich stärker gefragt und wird künftig noch stärker gefragt werden. Das heißt, das neue Motto könnte eigentlich lauten, weniger Fläche, aber dafür bessere Qualität. Also in Summe erwarten wir schon einen tendenziell dämpfenden Effekt durch Homeoffice auf die Flächennachfrage und auch die Mieten. Das schließt aber andererseits neue Spitzenmieten für solche modernen Top-Objekte, die nachhaltig sind, auch nicht aus. Wie schätzen Sie insbesondere die weitere Entwicklung im Bereich Einzelhandel ein, Herr Brübach? Ein Bereich, den es gerade in der Pandemie sehr, sehr heftig getroffen hat? Ja, das stimmt. Wobei hier ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich. Der Bereich der Nahversorgung, also klassischerweise der Lebensmittelhandel, Getränke, Drogerieartikel und dergleichen, der läuft eigentlich sehr stabil und konnte im letzten Jahr Umsatzzuwächse generieren. Demgegenüber befindet sich der stationäre Handel jenseits der Nahversorgung schon seit Jahren in einem Strukturwandel und verliert zunehmend Umsatzanteile an das Online-Geschäft. Und insofern sagen viele schon, Logistik ist der neue Einzelhandel. Das klingt vielleicht jetzt etwas überspitzt, aber da ist schon was Wahres dran. Denn im Grunde die ausbleibenden Umsätze auf den Flächen der Innenstadt führen zu einer schlechteren oder begrenzen zumindest die Flächenproduktivität der Mieter und damit auch die Fähigkeit, hohe Mieten zu zahlen. Wenn dessen jedes online bestellte Paket, was dann nach Hause geliefert wird, zusätzliche Logistikdienstleistungen und auch Flächen erfordert. Ich meine, das war schon vor Corona so, das ist jetzt auch nicht ganz Neues. Insofern muss man auch gucken, wie das da weitergeht. Wir sehen sicherlich einen temporären Schub, jetzt nochmal durch Corona, muss nicht auf dem Niveau bleiben, weil es auch ein großes Potenzial gibt für die Rückkehr der Konsumenten in die Innenstadt. Also vielleicht sehen wir sogar so einen kleinen Konsumrausch, wenn wir alle wieder dürfen. Nichtsdestotrotz, dieser Strukturwandel wird sicherlich weiter die Gewichte etwas verschieben, wovon insbesondere schwächere Standorte oder schlechtere Lagen betroffen sein werden. Es ist gut möglich, dass insgesamt der Flächenbedarf etwas zurückgeht und damit auch die 1A-Lage kleiner wird, die schrumpft. Und vielleicht verdichtet sich die Passantenfrequenz dann noch in diesen Lagen. Im Umkehrschluss müssen sich andere Flächen in der Stadt ein Stück weit neu erfinden. Die Innenstadt muss sich neu erfinden, ein bisschen weg von dieser primären Konsumorientierung hin zu einem anderen Nutzungsmix mit Gastronomie, Events, Kultur etc. Auch Wohnen ist ein wichtiger Punkt dabei, um auf Dauer attraktiv zu bleiben. Die Frage ist nur, auf welchem Mietniveau das gelingen kann. Sie haben ein spannendes Stichwort in dem Zusammenhang genannt, Wohnen. Erwarten Sie im Zuge der Corona-Krise auch hier strukturelle Veränderungen, Herr Brübach? Ja, die Frage wird natürlich heftig diskutiert und es spricht auch vieles dafür. Um eine stärkere Homeoffice-Nutzung zu ermöglichen, braucht es in vielen Fällen einen zusätzlichen Raum oder ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Auch können sich die Standortpräferenzen verändern, wenn ich nicht mehr so häufig ins stationäre Büro muss. Das heißt, das gut angebundene Umland gewinnt im Grunde. In welchem Umfang, das bleibt abzuwarten, denn die Kernstädte bleiben natürlich schon mit ihrer Arbeitsplatzdichte und ihrer Urbanität, kulturellen Vielfalt und so weiter hochattraktiv, auch fürs Wohnen. Aber die Nachfrage wird sich vielleicht räumlich etwas besser verteilen, nicht mehr so zugespitzt auf die Innenstädte sich konzentrieren.
Eine Frage, die in den letzten Monaten natürlich häufiger gestellt wurde, ich möchte sie gerne auch in dem Gespräch aufgreifen, ist Ihrer Ansicht nach der Preisanstieg als solches vorbei, Herr Bübach? So pauschal kann man das nicht sagen. Wir sehen ja aktuell in den Ballungsräumen immer noch einen Nachfrageüberhang auf der einen Seite. Die weitere Entwicklung ist sicherlich davon abhängig, wie es konjunkturell weitergeht und wie auch das Bevölkerungswachstum sich entwickelt. Letztes Jahr hatten wir eigentlich da eine Stagnation. Und insofern muss man mal gucken, wie sich das über die nächsten Jahre verteilt. Aus unserer Sicht, das wahrscheinlichste Szenario ist eine Konsolidierungsphase und Seitwärtsbewegung bei den Mieten. Bei den Kaufpreisen erwarten wir keinen signifikanten Rückgang. Die erscheinen sehr stabil. Es könnte lediglich, wie schon gesagt, wenn das angebundene Umland gewinnt, das Gefälle zwischen Innenstadt und Umlandbereich etwas flacher werden. Bei Gewerbeimmobilien muss man noch stärker differenzieren, hier ist die Situation etwas anders, weil da haben wir ja in der Tat einige Bereiche, die stark getroffen sind und die auch perspektivisch aus Sicht der Marktteilnehmer etwas riskanter geworden sind. Und diese steigenden oder gefühlt steigenden Risiken wirken sich auch aus in steigenden Risikoprämien. Hier ist im einen oder anderen Fall sicherlich eine Neubewertung erforderlich. Konservative Anleger wiederum, in dem Zuge dieser neu justierten Risikoeinschätzung, werden sich noch vermehrt auf das konzentrieren, was sie für sicher halten. Dazu gehören insbesondere Wohnungsbauten, aber auch eben Büromieter, Bürogebäude mit staatlich öffentlich-rechtlichen Mietern, also sehr, sehr guter Bonität, wie auch gut gelegene Einzelhandelsimmobilien und Logistik. Einheiten. Im Grunde erwarten wir eine Spreizung, weil wenn die einen Dinge riskanter werden, kann es da Preisdruck geben. Auf der anderen Seite, wenn alle das Gleiche kaufen wollen, dann wird es unter Umständen auch weiterhin noch etwas teurer. Vielen Dank für den Überblick an der Stelle. Wenn Sie jetzt einfach mal insgesamt Ihre Markteinschätzung reflektieren, was würden Sie im Augenblick Investoren raten? Was würden Sie empfehlen im Augenblick? Gut. Also Immobilien sind und bleiben auch in Zukunft ein wesentlicher Baustein jeder Vermögensallokation. Aber die Entwicklung wird differenzierter, wird ein Stück weit anspruchsvoller. Wir hatten in den letzten 10 Jahren perfekte Rahmenbedingungen, da konnte man praktisch nichts falsch machen. Aber diese Phase ist nun vorbei, der Markt wird sich neu sortieren, muss ein neues Gleichgewicht sozusagen finden, auch sicherlich mit einer stärkeren Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte. Insofern gibt es sowohl Risiken wie auch Chancen. Und im Grunde würde ich als Investor mein Portfolio anschauen, jedes Objekt anschauen, wie zukunftsfähig das ist und gegebenenfalls auch Anpassungen im Portfolio vornehmen. Vielen Dank, Herr Bübach, für dieses Gespräch und den Einblick an der Stelle. Liebe Gäste, wie kann Ihnen die Bethmann Bank speziell bei der Anpassung im Immobilienportfolio, bei möglichen Anpassungen im Immobilienportfolio oder beispielsweise beim An- und Verkauf von Immobilien Unterstützung zukommen lassen? Genau mit dieser Frage darf ich nun an der Stelle das Wort an meine Kollegen Jürgen Müller und Christian Gramm übergeben. Ja, vielen lieben Dank, Herr Richtarski. Meine Damen und Herren, jetzt haben wir einiges gehört zum Thema, wie sich die Pandemie auf den Bereich Immobilien aus unserer Sicht, aus Sicht der Bethmann Bank auswirkt, wie wir den Markt einschätzen. Aber Sie werden sich sicherlich zu Recht fragen, was bietet die Bethmann Bank denn im Bereich Immobilien überhaupt an? Herr Gramm, aus Kundensicht, wenn man den Namen Bethmann Bank hört, denkt man ja zunächst an klassische Private Banking Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung oder Vermögensberatung. Was? Sie machen auch Immobilien? Die Frage, die hören wir immer relativ oft, wenn wir in den Niederlassungen über das Thema mit Kunden sprechen. Vielleicht können Sie unseren Kunden die Frage einmal genau beantworten, welche Dienstleistungen im Bereich Immobilien wir als Bethmann Bank anbieten. Sehr, sehr gerne, Herr Müller. Ja, was machen wir? Letztendlich begleiten wir Kunden beim An- und Verkauf von Anlageimmobilien, sprich von vermieteten Gewerbe, aber auch Wohnimmobilien, so ab einem Volumen von 3 bis 5 Millionen Euro. Wir machen das dezentral mit einem Team von 3 Kollegen hier in Hamburg, in Nürnberg und in München, sodass wir dezentral auch unseren Immobilieninput bei Gesprächen mit Kunden geben können. Wenn ich da gleich nochmal einhaken darf, ist das nicht eine sehr außergewöhnliche Dienstleistung für eine Privatbank? Macht das überhaupt Sinn? Gibt es dafür nicht genügend andere Anbieter und Berater, die sich am Markt so tummeln?
Ja, Herr Müller, das ist eine Frage, die hören wir ziemlich oft. Aus meiner Sicht passt es sehr gut zusammen. Immobilien und Privatbank. Verkaufsprozesse sind oftmals auch gerade im aktuellen Umfeld sehr, sehr unkoordiniert und unkontrolliert. Werte wie Diskretion, wie Transparenz und Verlässlichkeit sind uns als Mitarbeiter der Bethmann Bank sehr, sehr wichtig. Wir vereinbaren mit jedem Kunden, der ein Objekt veräußern will, einen sehr individuellen Verkaufsprozess. Wenn wir an Kunden mit diesem Objekt rantreten oder auch an Dritte, machen wir dies in der Regel erstmal sehr verklausuliert, ohne Nennung einer Adresse, sodass man nicht auf das unmittelbare Objekt auch zurückschließen kann. Aber auch wenn Sie ein Objekt kaufen wollen, haben wir oftmals die Rückmeldung bekommen von Kunden, ich musste unter Druck eine Ankaufsprüfung durchführen und habe dann die Erfahrung gemacht, dass die Immobilien schon gar nicht mehr am Markt verfügbar ist. Auch hier geben wir unseren Kunden ausreichend Zeit. Darüber hinaus, last but not least, möchte ich auch erwähnen, dass wir teilweise seit Jahrzehnten mit unseren Kunden in Kontakt sind und oftmals von Verkaufswünschen sehr frühzeitig erfahren und so auch Objekte anbieten können, die vielleicht am Markt noch nicht bekannt sind. Herr Gramm, die Bethmann Bank ist ja an 13 Standorten in Deutschland vor Ort. Bieten Sie die Dienstleistung nur an ausgewählten Standorten an oder sind Sie bundesweit aktiv mit Ihrem Team? Guter Punkt, in der Tat. Wir bieten es bundesweit an. Wir arbeiten an einigen Standorten lokal mit Kooperationspartnern, wenn wir merken, hier ist eine sehr lokale Expertise auch erforderlich. Aber darüber hinaus haben wir auch einen bundesweiten Kooperationspartner, den wir einbinden, gerade wenn wir komplexere Objekte verkaufen wollen oder größere Strukturen vor uns haben. Sie haben jetzt einiges im Bereich Direktinvestments und die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern angesprochen. Gibt es weitere Dienstleistungen, zusätzliche, die Sie im Bereich Immobilien anbieten? Da möchte ich gerne erwähnen, dass wir auch indirekte Investitionsmöglichkeiten anbieten, wo Sie also nicht direkt, sondern über eine Struktur, beispielsweise über einen regulierten Spezialfonds in ein Investment gehen. Letztendlich fokussieren wir uns da auch auf kleinere Club-Deals, wo wir einige wenige Kunden poolen, die gleiche Nachfrage für ein Objekt haben. Hierbei bieten wir den Kunden auch eine Paketlösung an, in der Form, dass wir nicht nur das Investment in sich, sondern auch einen Asset Manager, also jemand, der die Ankaufsprüfung macht, der das Fremdkapital für Sie verhandelt, der letztendlich auch den Kaufvertrag für den Notar für Sie verhandelt, mit den Mietern in Kontakt steht, eine Hausverwaltung mandatiert, die für die täglichen Belange zur Verfügung steht, also quasi so eine Art Sorglospaket für Sie strukturiert. Stichwort Kümmerer. Wie muss man sich das in der Praxis denn so vorstellen mit so einem Kümmerer? Ja, ich kann Ihnen da ein Beispiel geben von einem Investmentfonds, den wir im letzten Jahr platziert haben, ein Portfolio aus verschiedenen Wohnimmobilien an europäischen Standorten in den großen Metropolen Europas. Hierbei war und ist der Asset Manager eine global agierende, aber aus Bayern stammende Investmentboutique, die auch sehr bekannt in Deutschland ist, die sich quasi hier als Kümmerer für den Kunden mandatiert wurde. Viele Kunden fragen mich in diesem Zusammenhang immer, wie hoch sind die Ausschüttungen, die momentan möglich sind bei einem größeren Portfolio in Wohnimmobilien in Europa? Da gebe ich Ihnen auch gerne mal eine Indikation. In diesem Fall zwischen 3,75 und 4,25 per annum. Herr Gramm, Sie haben es gerade angesprochen, eben diese Investitionsmöglichkeiten aus der Vergangenheit. Machen wir doch einfach mal weiter mit der täglichen Praxis. Wenn Sie aktuell mit Kunden sprechen, was suchen denn die Kunden derzeit? Welche Immobiliensegmente stehen denn aus Ihrer Sicht im Fokus der Anleger gerade? Ja, sehr gerne. Fangen wir mal mit dem an. Welcher ist so unser Zielkunde? Mit welchen Kunden unterhalten wir uns? Da sind das insbesondere vermögende Privatkunden, da sind das Stiftungen, da sind das Institutionelle. Und eins haben diese Kunden gemeinsam. Sie suchen ertragsorientierte, ausschüttungsorientierte Investments. Und da passt natürlich
sehr gut die typische Wohnimmobilie, nicht nur an A-Standorten, sondern wie wir es auch von Herrn Brühbach eben gehört haben, auch mittlerweile auch an B- und C-Standorten. Oftmals merken wir von Kunden auch oder bekommen wir die Bitte an den Standorten, wo sich die Kunden jeweils befinden, lokal Objekte zu finden, weil die Kunden doch dann auch sowohl die Mieten als auch die Kaufpreise ein wenig besser einschätzen können. Und letztendlich sind es auch so emotionale Faktoren, dass ich auch mal an meiner Immobilie vorbeifahren kann. Ja, Herr Kramm, Herr Brühbach ist ja auch bereits darauf eingegangen. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Werden denn eigentlich auch weiterhin jetzt trotz Corona noch traditionelle Büroimmobilien bei Kunden nachgefragt? Ja, in der Tat. Das werden Sie weiterhin. Langfristig vermietete Büroimmobilien stehen weiterhin im Fokus vieler Anleger. Wir merken, dass sich ein paar Dinge gewandelt haben. Früher war letztendlich der Fokus auf ein Objekt mit einem einzigen, womöglich auch bekannten Mieter. Jetzt suchen die Kunden eher diversifiziert vermietete Objekte mit vielen Mietern. Das erfordert allerdings auch einen sehr, sehr guten Asset Manager, der das Ganze managt. Darüber hinaus müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie sieht die Büroimmobilie der Zukunft aus? Eins ist aus unserer Sicht klar, auch Büroimmobilien werden smarter, sie werden digitaler und damit auch letztendlich nachhaltiger. Bei Einzelhandelsimmobilien merken wir auch immer noch eine sehr, sehr hohe Nachfrage, da insbesondere nach Objekten, die sehr, sehr langfristig vermietet sind, zum Beispiel bei Supermärkten, die mit 10, 15, 20 Jahren Mietverträgen ausgestattet sind. Hierbei raten wir immer auch sehr, sehr genau zu gucken, wie ist die Drittverwendung von einer solchen Immobilie, wie ist die Anschlussvermietungsfähigkeit. Letztendlich wissen wir alle nicht, wie wir irgendwann mal in 15 Jahren einkaufen werden. Aber auch hier gilt wieder das alte Immobilien-Sprichwort Lage, Lage, Lage. Das ist wohl wahr, Herr Kramm, das galt schon immer und das wird immer gelten. Ja, Herr Kramm, Herr Richtarski, Herr Brühbach, vielen Dank für den konkreten Einblick in den Bereich Immobilien. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten Ihnen in der Kürze der Zeit jetzt einen ersten Eindruck vermitteln über das, was wir in der Bethmann Bank im Bereich Immobilien alles anbieten. Unsere Standorte und unsere Kundenberater sind, ich habe es eingangs gesagt, an 13 Standorten bundesweit verteilt. Insofern, liebe Kunden, sprechen Sie gerne Ihren Berater oder Ihre Beraterin vor Ort an. Gemeinsam mit unserem Immobilienteam unterstützen wir Sie anschließend sehr, sehr gerne und suchen auch nach individuellen Lösungen für Sie und Ihre jeweilige Situation. Im Übrigen, Sie finden unsere Markteinschätzung, wie gerade von Herrn Brühbach auch vorgestellt, und sämtliche Informationen zu unseren Immobiliendienstleistungen jederzeit auch im Internet unter bethmannbank.de. Ich bedanke mich jetzt für Ihr Interesse heute Abend am Thema Immobilien und wir geben jetzt wieder zurück in unsere Hauptlounge mit Herrn Vornhoff und Herrn von Löper. Vielen Dank.